ab einem bestimmten Alter übernimmt die sogenannte Peer Group die Kindererziehung, zu Deutsch, dann haben die Eltern oft nichts mehr zu sagen. Freunde und die Clique sind viel wichtiger. Dort können sie über ihre Träume und Probleme reden, viel besser als mit den Eltern. Und manchmal wiegt die harte Kritik und Sorge der besten Freundin schwerer als die der eigenen Mutter. Kim und Nicole aus Berlin sprechen viel über ihre Zukunft. Nicole will Ärztin werden, Kim erst einmal das Abitur schaffen. Doch davon ist sie weit entfernt. Seit inzwischen 5 Monaten schwänzt sie die Schule. Ich kann vielleicht später meinen Kindern was bieten und bei dir wird schon schwerer. Ich will erst Schule weg sein, dann wieder zur Schule gehen. Was, wenn keine Schule dich annimmt? Das ist eine Frage. Willst du später mal zu deinem Kind, du weißt doch, jede Mutter ist doch Vorbild so für Kinder. Ja. Willst du später mal sein Vorbild sein? Was würde doch gar keine Mutter sagen. Berührt dich das, wenn deine Freundin so mit dir redet? Ja. Das ist auf der einen Seite scheiße zu hören, was sie alles so sagt. Aber na klar, ist es die Wahrheit. So kann es später enden. Wir haben halt Freunde schon, die in ein Heim mussten. Durch ganze Scheiße, also dass die halt Scheiße gemacht haben und so. Ich habe Angst, dass es mit Kim auch passiert, dass sie halt in so ein Heim kommt. Ich habe Angst davor. Aber ich hoffe, es kommt nicht so weit. Kims Mutter Eva ist seit Wochen auf der Suche nach einer neuen Schule für ihre Tochter. Weder Lehrer und Jugendamt noch sie selbst konnten Kim zurück in den Unterricht bewegen. Die 14-Jährige wurde auf dem Schulhof und übers Internet bedroht. Sie hat Angst. Ihre Mutter hat das inzwischen akzeptiert. Kim geht ja schon seit Monaten nicht zur Schule. Da hätten sie eigentlich schon früher eingreifen können. Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich wusste ja teilweise gar nicht, dass sie nicht in der Schule war. Hab's immer durch Zufall rausbekommen. Warum haben sie es nicht gewusst? Weil sie mich teilweise auch angelogen hat, dass sie gesagt hat, sie war in der Schule. Hätten sie das nicht mitkriegen müssen als Mutter? Wenn ich morgens um 6 aus dem Haus gehe und nachmittags wiederkomme oder abends wiederkomme und sie ist dann auch nicht da und wir abends dann über belanglose Dinge reden, kriege ich es nicht raus. Ein Wechsel wegen Schulangst wird in der Regel nicht gestattet. Wenn sie keine neue Schule findet, wird Kim von der Polizei in den Unterricht gebracht. Zusätzlich drohen 2.500 Euro Bußgeld. Wie stehen denn Kims Chancen jetzt, eine Schule zu finden, eine neue? Keine Ahnung. Also eher eigentlich schlecht, weil die Anmeldungen ja vorbei sind für die Oberschulen. Für nächstes Jahr? Für nächstes Jahr, genau. Und dass sie dieses Jahr noch mal zur Schule kommt? Glaube ich nicht. Es sind ja nur noch 3 oder 4 Wochen, dann fangen ja schon die Ferien an. Bad Lauterberg im Harz. Kevin lebt in einem Heim für Schulverweigerer und ist zum Wochenendbesuch zu Hause. Im Nachbarort wohnt seine Freundin Denise, 16. Auch sie ist Heimkind, hatte Drogen genommen, einen Selbstmordversuch hinter sich. Anders als Kevin war sie auch gewalttätig, ist von zu Hause abgehauen, musste von der Polizei gesucht werden. Wo habt ihr euch kennengelernt? Das war in Göttingen am Bahnhof. Da waren wir mit Freunden unterwegs und haben ein bisschen Party gemacht und dann haben wir uns einfach so kennengelernt. Heimkinder verstehen andere Heimkinder immer am besten. Warum? Weil die meistens genau die gleichen Probleme haben, wie wir selber auch. Redet ihr manchmal darüber? Oft. Ja. Kevin ist oft bei Denises Eltern. Hier fühlt er sich wohl. Zu Hause will er nicht sein, dort gibt es zu viele Konflikte, sagt er. Vor allem mit dem Stiefvater. Hi! Hey. Rein! Na? Na, alles klar? Ja, sehr schön. Na? Hallo, mein Spatzis. Wie geht's? Ja, schön, dich wiederzusehen. Finde ich auch. Tschüss. Denises Mutter Nadine Kreuzig hat 3 weitere Kinder. Die entwickeln sich bislang normal. Denise wurde mit 12 zum Problem. Erzähl mal, hast du Hausaufgaben aufgehabt? Ja, aber habe ich immer noch nicht gemacht. Denise ist Heimkind, Kevin auch. Für die Familie ist das kein Problem. Für Denise waren Regeln absolut No-Go. Es ging gar nicht. An Regeln halten absolut nicht. Dann eben halt die ganzen Schlägereien. Und ja, das Schlimmste halt für mich war, dass sie mich halt attackiert hat. Was ist da passiert? Hat sie mich geschlagen. Warum hast du das gemacht, Denise? Weil ich doof war, weil ich nicht überlegt habe. Dann Alkohol und Drogen. Und das hat eben halt so aufgestochelt, dass sie sogar aus dem Fenster gesprungen ist, aus dem 2. Stock.
Ne, es war eben halt so, zum Schluss wirklich so extrem. Also da habe ich dann gesagt, es geht einfach nicht mehr. Die Biografien von Kevin und Denise gleichen sich. Jugendliche, die ohne Hilfe von außen immer weiter abrutschen würden. 2 Monate später. Kevins Betreuer hat ihm ein Praktikum bei einem Lackierer besorgt. Das 4. in diesem Jahr. Alle anderen hatte er abgebrochen. Es ist der nächste und vorerst letzte Versuch, Fuß zu fassen. Kevin ist volljährig und hat die Schule abgeschlossen. Ohne Praktikum oder Ausbildung werden die Kosten für seine Betreuung nicht länger staatlich getragen. Warum glaubst du denn, dass du das durchhältst? Diesmal. Weil es mir Spaß macht und weil ich einfach was ändern muss. Kann nicht mehr so weiterlaufen wie vorher. Ich habe keine Lust, dass mir immer irgendjemand was vorschreibt, zum Beispiel Arbeitsamt oder Sozialamt. Ich muss da und da hin und wenn ich meinen Job habe, mache ich einfach mein Ding. Arbeite, ich verdiene Geld. Das ist das, was ich will. Okay. Auch im Job gibt's Vorschriften. Aber zumindest wird Arbeit entlohnt. Hier warst du auch schon? Mhm. Müsstest du vielleicht mal drauf achten, siehst du hier diese Poren noch? Ja. Das muss richtig glatt werden. Ja, Fahrzeuglackierer Thorsten Wurdak hat den 19-Jährigen eingestellt. Er weiß, dass Kevin aus dem Heim kommt. Für ihn kein Problem. Eine Chance bekommt jeder. Hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen? Würde die Chance bestehen, dass man hier vielleicht nächstes Jahr eine Ausbildung machen könnte? Aber wenn du dich gut anstellst, glaube ich schon. Also gute Leute werden immer gesucht. Ne? Wenn du immer pünktlich bist und dir Mühe gibst, wenn man sich auf denjenigen verlassen kann, dann dürfte es eigentlich kein Problem geben. Du stellst dann einmal eine Seite und dann war es das für heute. Okay. Hast du gut gemacht. Kevin soll das Heim in den nächsten Wochen verlassen. Nächste Station, eine betreute Wohngemeinschaft mit anderen Ex-Heimkindern. Bedingung, der Praktikumsplatz. Hält er diesmal durch, bleibt er 3 weitere Jahre im Förderprojekt. Betreuer Daniel Hohenstern ist zu seiner wichtigsten Bezugsperson geworden. Er wird ihn auch weiter begleiten. Du mal vor, das ist hier der Master. Das ist die Küche. Ist auch ganz okay. Schon groß hier. Ja, auch schon groß. Und so soll die Küche auch aussehen, wenn du hier wohnst. Schön ordentlich. Dann gucken wir jetzt mal das Zimmer, was dann vielleicht deins sein könnte. Gucken wir uns mal an, ja? Der andere junge Mann, der dann voraussichtlich rausgehen wird und stand jetzt oder stand in den nächsten Wochen, wenn es denn so bleibt, könnte das halt deine Wohnung sein. Wenn du jetzt hier im betreuten Wohnen leben und wohnen würdest, was würde sich für dich ändern? Ich müsste mein Essen selber kochen, ich müsste putzen und selber aufstehen. Halt die ganzen Sachen, die zum Haushalt gehören. Müsste ich alles selber übernehmen. Ja, meinst du, dafür bist du schon weit genug, dass du das hinkriegst, neben der Arbeit? Grundsätzlich, glaube ich, überschaust du das schon recht gut, was dich erwartet. Aber wie hart es dann im Endeffekt werden kann, das, glaube ich, musst du das mal erlebt haben. Weißt du ja selber, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, weil du hast oft Sachen gut angefangen und am Ende nicht durchgezogen. Wir gucken uns die nächsten Wochen an, ob du es durchziehst. Und dann ist das hier der nächste Schritt. Hast du Angst, dass du es selber nicht schaffst? Ja. Also, eigentlich denke ich, dass es laufen wird. Aber es kann ja immer irgendwas passieren. Was könnte passieren? Dass du wieder rückfällig wirst? Zum Beispiel? Null-Bock-Phase? Dass die wiederkommt? Ja, wenn ich mit den falschen Leuten abhänge, ja. Er müsste schon mehr in die Zukunft blicken. Und auch mal manche Sachen überblicken können. Was passiert, wenn das ist? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Und das fehlt halt völlig bei ihm. Kevin hat es bis hierher geschafft. Mit Hilfe seiner Betreuer, staatlicher Unterstützung und aus eigener Kraft. Berlin. Kim Majewskis erster Schultag nach fast 8 Monaten kompletter Verweigerung. So, Kim, ich hau jetzt ab, ja? Ja. Tschüss. Und viel Spaß. Ihre Mutter Eva begleitet sie nicht. Sie muss zur Arbeit. Noch mehr Urlaub wegen ihrer Tochter hat sie nicht bekommen.
Du warst jetzt seit über einem halben Jahr nicht mehr in der Schule. Was glaubst du, erwartet dich heute? Es wird komisch für mich sein, Lehrer zu sehen, eine Klasse, wo wirklich alle drinnen sitzen. Aber ich bin froh, heute nicht mehr zu hören, ja, die Schulschwänzerin ist wieder da. Kim ist jetzt auf sich allein gestellt. Ihr neuer Schulweg dauert 45 Minuten. Sie muss mit dem Bus und zwei U-Bahn-Linien fahren. In der Umgebung fand sich keine Realschule, die sie aufnehmen wollte. Hast du heute auch mal überlegt, wieder nicht zur Schule zu gehen? Nein, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Also ich will auf jeden Fall das jetzt alles durchziehen. Ich wollte ja auch ganz nett zur Schule und jetzt werde ich auch alles durchziehen. Der letzte Ausweg heißt Privatschule. Niemand sonst wollte Kim aufnehmen. Die Johann-Georg-Elser-Schule kostet 180 Euro pro Monat. Schulleiterin Dr. Gisela Klatt nimmt Kim persönlich in Empfang. Hallo. Ich grüße dich sehr herzlich hier an der Schule. Ich freue mich, dass wir heute zusammen den Schulstart hinlegen können. Ja, okay. Okay. Wie lange geht denn das heute? Heute ist Sport bis 17 Uhr. In der neuen Klasse sind nur 19 Schüler. Trotz ihrer vielen Fehltage muss Kim kein Schuljahr wiederholen. Du siehst, für dich ist der Platz schon vorbereitet. Ja. Hier kannst du dich dann hinsetzen. Ja. Hier sitzen 7. und 8. Klasse zusammen mit insgesamt 4 Lehrern. Bei Bedarf werden sie in noch kleinere Gruppen unterteilt. Individuelle Förderung. Es ist der erste Schultag nach den Sommerferien. Okay. Wir warten noch am Schlafen heute am ersten Schultag. Ne? Gut. Ja, dann sind wir so gut wie vollzählig. Und ich möchte euch hier Kim vorstellen. Einige von euch haben Kim schon gesehen vor den Ferien. Kim hat uns hier besucht. Wir haben ein recht langes Gespräch geführt. Und Kim wird also ab heute hier an unserer Schule sein. Bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Warum? Alles ungewohnt, Schule wieder zu sein, eine Klasse zu sehen. Und wie sind die ersten Eindrücke bisher? Eigentlich ganz okay. Na, schwierig ist natürlich der erste Tag. Wenn sie den erstmal überstanden hat, dann wird der zweite schon als normal gelten. Aber wenn man lange Zeit draußen ist und sowieso schon Ängste aufgebaut hat, ist klar, dass wenn man in eine neue Umgebung kommt, wo man gar keinen kennt, die Ängste nicht weniger werden, sondern schon erstmal sehr stark sind. Sie hat natürlich Angst, das ist ganz klar. Aber Gehen wir mal ins Büro. Dr. Klatt legt mit allen Schülern Entwicklungen und Ziele für das neue Schuljahr fest, schriftlich. Bei Kim ist das einfach. Nie wieder schwänzen. Den ersten Tag und damit eine große Hürde hat sie geschafft. Ja, vielleicht magst du ja von dir aus erstmal berichten. Ja, also die Klasse ist eigentlich ganz nett. Ich habe mir anders vorgestellt, aber die sind sofort, Rea hat mich auch sofort angelächelt und so richtig kontaktfreundlich. Also ich bin eigentlich froh. Ich halte dich für ein intelligentes Mädchen und denke, dass du, wenn du regelmäßig kommst, auch zumindest deinen Realschulabschluss schaffen kannst. Das bedeutet aber natürlich, dass du wirklich jeden Tag pünktlich hier sein musst, dass du es durchhalten musst, dass du dann nicht im Unterricht einfach fernbleiben kannst, weil dann sofort natürlich wieder eine Lücke entsteht. Bist du froh, dass du jetzt aus dieser ganzen Schwänzerei auch raus bist? Ja, klar bin ich drüber froh, weil ich schlafe jetzt nicht mal bis 16 Uhr oder so, sondern ich habe wieder meinen Rhythmus nochmal. Meine Mutter ist stolz auf mich, dass ich wieder zur Schule gehe. Ich habe einen richtigen Umgang wieder, lernen was. Das ist eigentlich das Beste jetzt so. Das Schulgeld ist eine große Belastung für Kims alleinerziehende Mutter. Aber entscheidend ist, dass ihre Tochter sich an der neuen Schule sicher und wohl fühlt. Eva Majewski hat schon in den Ferien die erste Monatsrate überwiesen. Na? Oh, danke für diese Schule. Super, war schön? Ja. Was bedeutet das jetzt für Sie, dass Kim wieder zur Schule geht? Oh, ich bin total glücklich. Ganz glücklich. Aber trotzdem kleine Angst habe ich noch. Wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Oder Wochen. Aber erstmal bin ich glücklich vom Weinen, dass er heute hingegangen ist. Ja. Eva Majewski hat ihrer Tochter zum ersten Mal genau definierte Grenzen gesetzt. Wenn Kim noch einmal die Schule schwänzt, ist Schluss. Dann muss sie ins Heim.
Kevin hat sein Praktikum bisher fortgesetzt. Auch Kim geht weiterhin zur Schule. Sie hat erst einen Tag gefehlt, allerdings mit Entschuldigung ihrer Mutter. Das war's von uns für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht und freue mich aufs nächste Mal. Und nächsten Samstag bei Süddeutsche Zeitung TV Spezial: Die Schönen und der Kiez. Machtwechsel im Milieu.